zum Jahresende 2020 präsentierte Sinn Spezialuhren noch eine breite Palette an Neuheiten. Eine ganze Modellreihe, die 105 wurde geboren, der R500 Rennstopper, klassischer Bullet-Chronograph, wurde gezeigt. Bei dieser Gelegenheit wurde auch eine Variante des klassischen Sinn-Flieger-Chronographen 103 vorgestellt. Das ist die 103 SAG und hier im Vergleich die 103 ST sozusagen das Standardmodell. Und wenn ihr jetzt denkt, ja Moment mal, das ist doch das gleiche in grün, ja nicht ganz und darum soll es in diesem Video gehen. Die 103 ST gibt es schon ab 1790 Euro. Vergleichsweise ist das gar nicht mal so teuer für einen Automatikchronographen mit einem Werk von ETA oder Silitta. Sie kommt standardmäßig mit einem massiven Gehäuseboden aus Edelstahl und einem gewölbten Acrylglas über dem Zifferblatt. Auf Wunsch kann man hier allerdings auch einen Sichtboden und ein Deckglas aus Saphir hinzubuchen. Das macht dann allerdings 600 Euro extra. Da muss man schon sagen, das ist etwas teuer, besonders das Deckglas, welches mit 500 Euro zu Buche schlägt. Doch ein Sonderwunsch bedeutet natürlich auch entsprechenden Mehraufwand und der muss erstmal geleistet werden. Dafür bekommt man aber den großen Vorteil der verbesserten Kratzfestigkeit gegenüber dem standardmäßigen Acrylglas und einen Einblick in das Uhrwerk auf der Rückseite. Hier übrigens bei der 103 SAG. Diese kommt wie gesagt nämlich direkt mit Saphirglas und einem Sichtboden, ist aber auf 500 Exemplare limitiert und war schon bei der Aufnahme dieses Videos ausverkauft. 2690 Euro haben die Kunden bezahlt und das macht eine glatte Differenz von 300 Euro zur schwarzen Version mit vergleichbarer Ausstattung. Allerdings ist nun mal das Zifferblatt in der Trendfarbe grün schön gestaltet und ein richtiger Hingucker geworden. Die Oberfläche hat nämlich einen leichten Schimmereffekt und am etwas geneigten Winkel erscheinen Lünette und Zifferblatt fast schwarz. Im Licht kommt dann das grüne Farbenspiel der 103 SAG erst so richtig zur Geltung. Und während hier jetzt ein paar Nahaufnahmen des Zifferblatts laufen, möchte ich auch mal in eigener Sache darauf hinweisen, dass dies unser erstes Video in dem Format ist. Wir wurden oft darauf angesprochen, doch unsere Webseite auch mal mit eigenen Videos auszustatten und das hier ist sozusagen der Testflug. Wir würden uns deswegen natürlich sehr über euer Feedback, Verbesserungsvorschläge und so weiter freuen. Wir wollen das Ganze nämlich jetzt ein bisschen vorantreiben und die Qualität mit der Zeit natürlich noch verbessern. Nun aber wieder zum Thema, denn wie das Deckglas ist auch das Sichtfenster der limitierten Variante leicht gewölbt. Im Inneren der 103 SAG arbeitet erstmals bei Sinn ein Chronographenwerk von der Schweizer Firma Concepto. Das 99001 soll die Werke von ETA und Silitta ergänzen, die bei Sinn verbaut werden. An sich macht das Werk einen sehr soliden Eindruck und verglichen mit einem ETA 7750 würde ich sogar sagen, die Drücker sind etwas flüssiger, vor allem jetzt im direkten Vergleich mit der 103 ST, die eben noch nicht das Concepto-Werk drin hat. Das ist aber vielleicht auch einfach meine subjektive Einschätzung, denn laut Concepto soll das Kaliber eigentlich zu 100% baugleich mit dem ETA sein. Aufgezogen wird bei dem Concepto-Kaliber genau wie bei vergleichbaren Automatik-Chronographenwerken von den anderen genannten Herstellern nur in eine Richtung und andersrum schwingt der Rotor dann einfach frei. Wie die 103 ST ist natürlich auch die SAG mit Leuchtmittel auf Zeigern, Ziffern, Indexstrichen und dem Dreieck auf der drehbaren Lünette ausgestattet. Diese ist bei der Modellreihe 103 übrigens nicht mit einer Rastung ausgestattet und lässt sich stattdessen stufenlos drehen. Am Lederarmband mit beiger Stoffoberfläche trägt sich die 41 mm Edelstahluhr sehr angenehm. Mit einer Wasserdichtigkeit von 20 bar lohnt sich schon fast der Umstieg auf ein Silikon- oder Massivarmband, denn fürs Schwimmen reicht das allemal. Als Fazit würde ich sagen, die 103 SAG ist eine gelungene Variante einer der typischen Sinn-Uhren. Und wenn ihr jetzt noch die anderen Neuheiten von Sinn und von vielen weiteren Marken kennenlernen wollt, besucht uns doch einfach auf unserer Webseite armbanduhren-online.de. Die Uhren wurden uns übrigens leihweise von Sinn zur Verfügung gestellt, um dieses Video verwirklichen zu können. Danke fürs Zuschauen!